Endlich ist auch Yogi Löw im Trainingslager in Sardinien angekommen. Obwohl schon jede Menge Probleme auf ihn warten, gibt sich der Bundestrainer betont relaxed. Ich bin deswegen trotzdem absolut entspannt, tiefenentspannt. Die dünne Personaldecke kann dem Bundestrainer nicht gefallen. Bis die Mannschaft komplett ist, liegt der Fokus also vor allem auf individuellem Training. Löw kommt es auf die Dosierung an, langsam machen. Die Vorbereitung wird letztendlich ganz gut hinhauen. Mit allen Hürden, die wir haben, wir werden als Mannschaft, als gute Mannschaft in das Turnier reingehen und ich korrigiere jetzt meine Erwartungen weder nach oben noch nach unten aufgrund der Vorbereitung. Immerhin konnte das Trainerteam am Dienstagabend die Doublehelden von Borussia Dortmund in Empfang nehmen. Doch Löws EM-Kader wächst nur langsam. An der Côte d'Azur soll ab Freitag dann die Basis für die Mission EM-Titel gelegt werden. Ab Sonntag dann auch mit Mesut Özil und Sami Khedira. Dann fehlen nur noch die 8 Bayern. Wenn man im Turnier weit kommen will, wenn man es gewinnen will, dann braucht man 6-mal eine Top-Leistung von allen. Bei einigen Spielern werden wir jetzt in Frankreich ganz gezielt nochmal an die Probleme gehen, die es vielleicht gibt. Die bisherige Vorbereitung läuft zwar alles andere als optimal. Unruhig wird der Bundestrainer deshalb aber noch lange nicht.